Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserem heutigen Webinar Live-Trading und Markttechnik. Wir möchten wieder gemeinsam mit Ihnen die Märkte screenen und die ein oder andere Trading-Idee hier mit Ihnen gemeinsam herausarbeiten. Sie sind wie immer herzlich eingeladen, bei allen Live-Webinaren von Admiral Markets Ihre Fragen zu spezifischen Fachthemen oder auch Wunschmärkte hier in das Chat-Tool zu schreiben, denn das ist ein Live-Webinar und das lebt von Ihrer Teilnahme, liebe Damen und Herren. Zunächst möchte ich noch einmal kurz auf unsere Geburtstagsaktion hinweisen, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Admiral Markets feiert den 6. Geburtstag, denn seit 6 Jahren haben wir hier den deutschsprachigen Support für Sie vor Ort in Berlin sitzend und das möchten wir gebührend feiern mit Ihnen bis zu 60 Tage ohne Spread handeln. Nähere Informationen finden Sie dazu auf unserer Homepage. Obligatorisch, wie immer, Sie kennen es, unser Risikohinweis, denn bei allen Produkten von Admiral Markets handelt es sich um sogenannte Hebelprodukte. Der Hebel kann für oder gegen Sie arbeiten, je nachdem, auf welcher Seite des Marktes Sie sich befinden. Alles, was Sie hier hören und sehen, bitte nicht als Anlageberatung missverstehen, denn wir können niemals Ihre persönliche Situation berücksichtigen. Wir möchten Ihnen aber natürlich trotzdem hier ein Informationsangebot bereitstellen und dieses bitte nicht als Anlageberatung missverstehen, liebe Damen und Herren. Ja, das ist unser Co-Moderator, Herr Jochen Schmidt. Sie erwarten sicherlich schon sehr seine Worte heute zu den aktuellen Marktgeschehnissen. Er wird mit mir, Tim Temp, gemeinsam die Co-Moderation hier des heutigen Webinars übernehmen. Sein Spezialgebiet ist die Markttechnik. Dazu später dann mehr im Laufe des Webinars. Nicht nur dieses Webinar können Sie von Admiral Markets genießen, sondern auch noch über 10 kostenlose weitere Live-Webinare pro Woche bieten wir Ihnen derzeit an. Beispielsweise unser beliebtes Punkt 10-Webinar, jeden Tag um Punkt 10 in der Früh die Marktvorbereitung, jeden Tag mit einem anderen Profi-Trader, den Sie über die Schulter schauen können. Sie sind hierzu natürlich auch herzlich eingeladen. Alle Anmelde, Links und Informationen finden Sie dazu auf unserer Webseite. Sie können sich auch gern von unserem Angebot überzeugen. Wir haben beispielsweise den DAX 30, unseren Topseller, mit einem einzigartigen Spread von nur 0,8 Punkten, typisch von 8 bis 22 Uhr im Angebot. Diesen können Sie beispielsweise auch schon ab 0,1 Kontrakten handeln, das heißt ab 10 Cent pro Punkt. Sie können außerdem bei uns ohne Stoppabstände und Mittelshalterdauern handeln, im Gegensatz zu beispielsweise einigen von unseren Wettbewerbern. Und viele Vorteile mehr. Schauen Sie gerne vorbei auf unserer Homepage. Oder kontaktieren Sie uns beispielsweise per Telefon, per E-Mail. Schauen Sie auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da wird auch in Kürze dieses Webinar zu finden sein. Und natürlich sind wir auch auf Facebook vertreten, wo wir auch regelmäßig Nachrichten und unsere Videos teilen. Also schauen Sie auch dort gerne vorbei. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein Like da lassen würden. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt schon mal recht herzlich für Ihr Interesse an den Produkten und Serviceleistungen von Admiral Markets und ich begrüße Jochen. Jochen, kannst du uns hören? Ja, hallo Tim, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bin Gott, ich habe es fast nicht geschafft. Ich bin erst seit, glaube ich, 2 oder 3 Minuten vom Monitor. Hier in Baden-Württemberg ist nur noch Baustelle, also auf der Straße und auch sonst wo. Und ich stand echt im Stau. War ja 2, 3 Stunden im Freibad und muss sagen, jetzt auf die Schnelle habe ich durchgeguckt. Viel verpasst habe ich nicht, bis auf einen Trade oder eine Trading-Idee. Ist der NZD USD, der Kiwi. Ich habe keine Ahnung, wo der stand. Ich glaube, wir waren hier zum Webinar, kann es sein? Und ich sagte, ich will hier nicht mehr long gehen, es ist mir zu weit. Oder hier oben war es, glaube ich. Ne, schaut mal, ist durchgebolzt durch alle Höhen. Achtung, Tim, ich gehe gleich zu dir, aber ich möchte es nur als Einführung, das passt so schön. Alles gut, Ist Jochen, wirklich, genau. danke. Genau, dann ruhe aus. Es ist gnadenlos hier über diesen Bereich rüber, ja, hat alle Hochs abrasiert, zack. Und jetzt kommt im Moment eine Korrektur rein mit einem höllischen Umkehrstab auf der Stunde. Also sprich, das wäre eine Idee gewesen. Auf der anderen Seite werden noch einen anderen Markt, der ähnlich gestaltet ist, auch die USD, der hat sich gar nicht bewegt. Ja, der war halt morgen schon hier oben. Auch der DAX nicht bewegt, um die Tageseröffnungslinie rum, mehr nicht. Dow Jones, wie besprochen, dass ich sagte, wenn überhaupt von unten nach oben, nicht von oben, auch nicht in der Range, ja, sondern Markt ist abgekippt, kommt gerade wieder. Wir werden sehen um 15:30 Uhr, was der Markt macht. Also wenn er weiter marschiert, schön. Ich müsste aber wirklich bitter grinsen, wenn der vielleicht abkippt. Ja. Keine Ahnung warum. Ist Intuition. Und wenn ich falsch liege, ihr wisst, dann hat man halt einen Verlust und muss stoppen. Aber ich traue der Geschichte im Moment nicht. Ich weiß nicht warum. Euro-US-Dollar auch hier
Geplänkel um die Tageseröffnungslinie. GBP US-Dollar hat sich nicht bewegt, seitdem wir das Webinar hatten und so weiter und so fort. Ja, Tim, ich gebe an der Stelle zu dir und fordere die Teilnehmer auf. Wunschmärkte, Fachfragen, immer her damit. Davon leben die Webinare. Und noch ganz kurz, Donnerstagnachmittags Webinar soll ja auch ein bisschen Ersatz bieten für die sonntagabendliche Marktanalyse, die so nicht mehr stattfindet, weil wir auch mal ein Wochenende wollen. Und deswegen Schwerpunkt darf gerne auch Analyse sein von verschiedenen Märkten, gerne auch Einzelaktien. Immer her damit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Okay, Tim, zu dir. Ja, super, Jochen, vielen Dank, dass du mir hier auch ein bisschen meine Arbeit erleichterst. Ja, ich glaube, wir spielen uns hier ganz gut ein. Schön die Werbetrommel gerührt. Ja, dazu kann ich Sie natürlich auch nochmal herzlich einladen, liebe Damen und Herren. Sie sind gefragt, denn das Webinar, wir reden zwar, aber das lebt von Ihren Fachfragen. Also ja, Schreiben Sie bitte uns Ihre Fragen, Wunschmärkte und alles, was Sie in irgendeiner Form interessiert. Wir probieren dann hier immer bei Gelegenheit darauf einzugehen und so viel wie möglich zu beantworten. Ja, Jochen, ich würde jetzt vorschlagen, wir fangen mit dem Klassiker an. Einmal den DAX. Zu heute Morgen hat sich ja vielleicht auch ein bisschen was bewegt. Vielleicht eine andere Einschätzung jetzt zu heute Morgen. Genau, würden wir mal damit starten. Genau. Nee, danke. Und übrigens an der Stelle, liebe Teilnehmer, es ist wirklich toll, wenn man einen Co-Moderator hat. Also ich habe jetzt das Fragefenster offen. Das Doofe ist immer, wenn man dann ein Webinar hat und noch die Fragen lesen muss und dann macht man wieder Pause, dann gehen wir rüber auf den Chart. Deswegen, das passt wunderbar. Und der Tim und ich spielen uns die Bälle ja auch schön zu und Sie müssen kräftig auch Bälle reinschmeißen. Also nochmal immer her damit. Je mehr, desto besser. Wir können nicht alles beantworten und nicht alles durchgehen. Aber Sie wissen, ich mache es gerne, weil es bringt doch was auf Dauer, wenn man diesen Blick auf den Markt hat und verschiedene Märkte anschaut, wie die sich ausgestalten. Wir sind im DAX und ich hatte heute Morgen schon darauf hingewiesen in dem Webinar, untergeordnet schöner Aufwärtstrend, ja, ist da, auch richtig toll gelaufen, das Teil gestern. Nur für mich ist das noch nicht jetzt hier der Punkt, dass ich sage, es kann nur noch ein Stück nach oben weitergehen. Nochmal, wenn es so kommt, ja, mein Gott, kann ich es eh nicht halten, ja, sondern ich suche halt oder versuche als Trader eine beständige und wiederholbare, einen beständigen und wiederholbaren Ablauf im Markt umzusetzen. Und da gehe ich eben nach der Markttechnik vor. Für alle, die ganz neu dabei sind, Markttechnik ist keine Handelsstrategie, ist es nicht. Es ist eine Art, den Markt zu analysieren, sage ich jetzt mal ganz grob, ja. Und für mich ist hier eines im DAX wichtig. Wenn der bremst und sage ich mal, abbiegt nach Süden, wäre das für mich eine sehr, sehr vorteilhafte Situation, weil ich könnte den bestehenden Trend aus der Korrektur wieder aufnehmen. Ich habe großes Bauchgrimmen, in Hochbereiche reinzuspringen. Das ist der klassische Anfängerfehler. Und ich glaube, die meisten von Ihnen kennen den auch, genauso gut wie ich, ja, dass du irgendwie den Frust hast und sagst, oh, guck mal, alles ohne mich gelaufen, jetzt gehe ich aber long, jetzt muss weitergehen. Das ist immer das Problem, vor allem jetzt vom Tageschart ausgehend. Achtung, ich unterscheide da. Wenn jetzt einer ein längerfristiger Händler ist und sagt, ich muss unbedingt in den Markt, ist immer die Frage, wo legt er einen Stop hin? Ja, also es ist eine Frage des Risikos und nicht, ob der Trade gut aufgeht oder nicht oder ob man recht behält mit seiner Zukunftsperspektive, sondern wie gehe ich sinnvoll, Achtung, wiederholbar und beständig im Markt vor? Als Langfristhändler würde ich das nicht machen. Wenn man auf die Stunde runtergeht, kann man sagen, hey, stopp, ist super Trend, schau doch mal, passt doch alles. Ne? Korrektur ist gerade am Laufen. Da ist doch eine Riesenchance, dass der hier weitermacht. Ja, und genau das werden wir beobachten während des Webinars, spätestens dann, wenn der Dow eröffnet, der oft ein Impulsgeber ist, auch für den DAX. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich empfinde das Ganze als relativ ausgedehnt. Langfristig einsteigen an der Stelle will ich noch nicht, im kurzfristigen Bereich sehr gern. Gucken wir aber, ob wir ein Signal haben. Und da habe ich wieder das alte, nicht mal Problem, sondern ich bin da ganz glücklich drüber, dass ich so arbeite, wie so ein Ablaufplan. Habe ich einen Aufwärtstrend hier? Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Abwärtstrend. Gehe ich jetzt long? Ja, ich glaube eher nicht. Ich will hier zuschauen. Wir werden traden, wenn sich was ergibt. Also gar keine Frage, aber im Moment möchte ich hier erst zuschauen. Tim, ich gehe, bevor ich zu dir gebe, würde ich gerne das WTI nochmal hervorkramen, was wir heute Morgen auch besprochen haben. Wo ich ja sagte, es ist ja was in Entstehung. Und nochmal, für die Fachkundigen unter euch oder für die Fortgeschrittenen müsst ihr eigentlich einen kleinen Klick machen. Ja? Mein Seminar geht 2 Tage zur Hinführung auf solche Dinge. Also, Anstieg, Abstieg kann man sagen. Oh, neue Trendbewegung von oben. Nee, der schwächelt. Anstieg. Heute Morgen waren wir hier, hat richtig short ausgesehen.
Und ich sage die ganze Zeit, es ist weder Short noch Long, es ist weder ein Aufwärtstrend noch ein Abwärtstrend hier drin, von der untergeordneten Trendlosigkeit. So, schaut es euch an. Du kannst hier gehen, in welche Richtung du auch immer willst. Ja? Wer jetzt einen Abwärtstrend hier genommen hat, ist jetzt schon mal der Mops, der ist schon mal geerdet. Ja? Er hat aber auch noch immer keinen gescheiten untergeordneten Trend. Hier hat er einen, der ist aber zerlegt. Das ist ein einziges Minenfeld, egal wie viele Bewegungen hier laufen. Also das Warten auf ein gescheites Signal, brauchst du einfach Geduld und eben die Selbstsicherheit, ich betone dieses Wort, die Selbstsicherheit, dass du aussuchst und nicht der Markt dich treibt. Und das bringe ich jetzt mal in einem Webinar den Leuten rüber, die ganz am Anfang stehen. Die verstehen es nicht, weil die wollen Rendite sehen, ja, oh, und Gewinne. Nee, so easy ist es nicht und das ist eben meine Art zu handeln. Hier mache ich auch nichts, aber ich finde es ein tolles Beispiel, ja, wie es dich zerlegen kann. Und ich würde mich totlachen, wenn der wieder nach unten drückt. Okay, Tim, ich gebe zu dir. Ja, alles klar, Jochen. Ich würde sagen, wir schlagen hier gleich den nächsten Wunschmarkt vor, der mehrfach gefragt worden ist, Euro, US-Dollar. Dann schauen wir doch mal an, wie das Bild da sich aktuell gestaltet hat. Genau. Und wir sehen es hier schon, der Aufwärtstrend im Euro, US-Dollar ist nach wie vor intakt, meines Erachtens. Ich nehme jetzt den da, ne? Ist ja immer die Frage, ne? In Anführungsstrichen, welchen Trend nimmst du denn? Das ist die Trendgrößenbestimmung. Also mit Zeiteinheiten macht man eigentlich als Markttechniker irgendwann nicht mehr rum. Das macht keinen Sinn. Ja, es geht um die Trendgrößen. Für mich ist das Teil intakt und hat jetzt hier eine Korrektur am Gehen. Ja. Und ich sage mal so, solange diese Korrektur läuft, soll sie gerne laufen. Wenn wir näher rangehen, erkennen wir auch, dass es einige Leute gibt, die versuchen, diese Korrektur wieder in die Haupttrendrichtung zu drücken. Ja, also deswegen, das ist die Tageseröffnungslinie. Wir schwanken um diese gerade herum oder wir oszillieren um diese herum. Wir haben hier definitiv einen Abwärtstrend drin. Was also gerade nach oben gedrückt wird, ist hier nur die Korrektur. Wenn ich jetzt also long reingehe, kann es mir passieren, ich bekomme relativ schnell wieder eine aufs Haupt. Ja. Gehe ich short in den Markt, müsste ich ja eigentlich, hätte ich hier eine gute Stelle, muss ich echt sagen, hätte man eine super Stelle, short in den Markt zu gehen. Das Problem ist allerdings, ich bin in einer Korrektur. Und das bedeutet, Korrekturhandel, wie sagt Erdal Cene in seinem super Buch, professioneller Börsenhandel, sagt er, Korrekturhandel ist wie Bambini-Fußball. Es gibt keine Regel, es gibt keine Logik und es geht hin und her. Die Frage ist also, gebe ich mir das als Trader, will ich das so haben oder nicht? Dieser Abwärtstrend hier ist für mich noch nicht der Trend, dass ich sage, oh, short, short, short. Nein, auch hier ist ein Bereich, wo man zugucken muss. Hat auch vorhin übrigens jemand gefragt, ob der längerfristige Trade im Euro, US-Dollar schon zu ist. Ja. Ich habe den gestern zugemacht und zwar aufgrund folgender Umstände. Also ich habe hier diesen Trend habe ich gehandelt. Hat recht lang gedauert, war also ein richtiger Langfrist-Trade und ich habe hier diesen Trendbruch gesehen und habe daraufhin, sage ich mal, um die 100 plus 100 Pips die Restposition geschlossen. So, man sieht, hier dachte ich noch, war es vielleicht zu früh dabei und zack, hat das Ding zusammengeschlagen. Also es gibt Erfahrungswerte, dass man halt doch ab und zu so handelt, wie man handelt. Und für mich sind Trendbrüche, vor allem, jetzt sage ich mal, bei der Zielausrichtung dieses Trades selber sehr wichtig. Ja, deswegen bin ich da raus. Und mal ganz kurz unter uns, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass der Markt so abschmiert. Ja. Du kannst dich ja hinstellen und sagen, haha, ich habe es kommen sehen, ich bin der Größte, so meine ich das überhaupt nicht, null. Sondern ich bin froh, dass ich den Gewinn nach Hause geholt habe. Weil im Moment hätte ich weit über 70% wieder abgegeben. Ja. Okay, Tim, zu dir. Ja, Jochen, dann wechseln wir doch gleich mal zum nächsten Wunschmarkt, zum Euro und australischen Dollar wurde auch mehrfach nachgefragt. Wie sieht das Bild da auf deiner Meinung nach aus? Moment, muss ich kurz laden. Wir machen noch gleich ein paar Fachfragen, nur keine Angst, sind hier einige da. Und der Tim sucht eine passende raus. Euro AUD war das, gell? Ja, hier ist er. Moment. Tim, hörst du mich noch? Ja, Jochen, dein Ton ist noch gut. Okay. Genau. Okay, gut, prima. Alles klar. Ja, aufs große Bild wie immer ist jetzt ein Markt, den ich nicht so beobachte, weil es ein Crosspair ist. Und ja, die Spreads sind gar nicht schlecht, aber jetzt für ein oder fünf Minuten Chart ist es nicht so für mich das Passende. Dennoch, wir sehen hier was ganz Interessantes. Also je nachdem, wie man die Trendgrößen nochmal in Bezug zueinander bringen möchte. Wir hatten hier, und die Betonung liegt auf hatte, einen Abwärtstrend. So, und der ist hier durch. Wir hatten, das Teil haben wir auch angeschaut, ich glaube, war es am Dienstag?
wo ich hier dieses Hin und Her als einen sehr wichtigen Punkt, sag ich mal, erachtet habe, nicht zu traden. Man sieht solche Konstellationen oft und man kann sie sich auch herleiten, ja. So, aber man erkennt, je länger sowas geht, desto besser der Ausbruch. Ist hier passiert? Für mich ist der Abwärtstrend hier gebrochen, also er ist raus, ja. Ich habe aber noch keinen richtigen großen Trendwechsel drin, meines Erachtens. Also, dass es jetzt hier nur noch steigen könnte, das sehe ich an der Stelle nicht. Lasst mich mal sehen. Aufwärtstrend ist da, untergeordnet, die Korrektur ging runter, man hat es nochmal versucht, jetzt wird er zusammengedrückt. Ja, also wenn man, es ist jetzt ein Wochenchart, also vom ganz großen Bild. Wenn wir auf den Tag rangehen, das sehen wir, ja, wir hatten hier untergeordnet diesen Aufwärtstrend und ich glaube, ich meinte noch das letzte Mal, ja, wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, den zu nehmen, um nochmal in Richtung der Hochs zu gehen. Ja. So, jetzt kann man hier schön sehen, wie das Ding zerlegt worden ist. Der Trend ist gebrochen. Und in diesem Moment kommt ja auch wieder das ins Spiel, was der erfahrene Trader auch weiß. Trotz, sage ich mal, Analysemethodik, Markttechnik, Trend oder nimmt Ichimoku oder Elliott Wavewellen oder was er auch immer bevorzugt, du bist dir nie sicher. Du kannst dir nie sicher sein, deswegen musst du einen Stop-Loss benutzen. Wenn zum Beispiel ein Trend dann so zerlegt wird, nochmal, das übergeordnete Bild ist nicht so super duper astrein, aber wenn so ein Trend zerlegt wird, gibt es ja nur noch eine Größe, nämlich nicht, oh, ich bin falsch gelegen, sondern wo bin ich raus? Und das ist eben das berühmte Problem im Trading, wo war der Stop oder wo ist der Stop in diesem Moment? Ja? Liegt da eng, also unter dem letzten Tief oder nimmst du das vorletzte Tief oder bist du auf der Stunde irgendwo beim Sichern? Und das sind ja die Problematiken, die sich ergeben und die nur über eine gute Ausbildung und ein gutes Verständnis und Money Management Perspektiven irgendwann dann so ins Lot kommen, dass es dich bei so einer Entwicklung eben nicht mehr kalt erwischt und dich seelisch, finanziell, moralisch zusammenschlägt. Ja, weil du sagst, um Gottes Willen, der Markt ist abgekippt. Was habe ich getan? Ja, das darf doch hier nicht passieren. Okay, aber nochmal, ich möchte hier im Moment weniger was machen. Also ich möchte nicht long gehen, das definitiv nicht. Ich habe ein gebrochenes Trendbild vor mir, ja. Und für ein Short-Engagement, lass mich mal kurz sehen. Naja, schon gut gelaufen das Teil. Aber die Korrektur, die gerade zurückkommt, ist nicht von schlechten Eltern. Gar nicht schlecht, das Teil. Was sollte denn beobachten? Also wenn der noch ein bisschen höher steigt, wär's umso interessanter, ja. Aber im Moment noch nicht, noch nicht. Tim, Moment, Moment, lass mich mal nach unten arbeiten. Nee, noch nicht, noch nicht. Aber gar nicht schlecht. Schauen wir mal, ich lasse den mal hier in der Liste drin, ja? Okay, Tim, ich gebe zu dir zurück. Alles klar, Jochen. An dieser Stelle vielleicht mal eine Fachfrage. Entschuldigen Sie, Gerne, ja. da war der Frosch im Hals. Du hattest es heute früh auch schon mal kurzzeitig, auch hat er jetzt auch bei mir zugeschlagen. Felder Frosch. Genau, der Trainerfrosch, genau. Ja, eine Fachfrage an dieser Stelle, und zwar hat ein Teilnehmer gefragt, Jochen, du springst zwischen den Zeiteinheiten, hast du bevorzugte Zeiteinheiten, beispielsweise M15? Ja, also ich sag so, wenn man jetzt zuschaut beim Live-Trading, ich mache ja immer so diese Abfolge Tageschart, Stundenchart, 5-Minuten-Chart. Aber ich muss sagen, ich habe keine Zeiteinheit jetzt, dass ich die bevorzuge. Nochmal, mir geht es um die Trendgrößen hauptsächlich. Ich weiß, für einen oder anderen ist es jetzt verwirrend, weil ja Zeiteinheiten ist ja das ganze Zeug, was wir ständig um die Ohren haben. Ja? Also wenn du ein Handelsprogramm nimmst, du hast ja immer Zeiteinheiten. Nur Achtung, ich weiß, dass mit der Frage oft eines einhergeht, dass jemand wissen will, welche Zeiteinheit jetzt vielleicht denn die bessere ist oder die beste ist. Und deswegen, wenn man sich's einmal durch den Kopf gehen lässt, dass zum Beispiel dieser Chart hier, das ist ein 5-Minuten-Chart, wenn ich jetzt eine Einstellung wählen könnte von 7,5 Minuten, dann würde der anders aussehen, oder? Und deswegen die Frage, welche Zeiteinheit du bevorzugst oder dergleichen, die ist verständlich, aber sie ist fachlich weit weg. Ja. Weil es kann ja nicht sein, dass ich durch irgendwie eine komische Zeitzusammenfassung, bestes Beispiel, was ich seit Jahrzehnten beim MetaTrader vermisse und warum ich mich echt frage, warum es das nicht gibt, ist der 10-Minuten-Chart. Ja? Wer kommt auf die Idee, zwischen 5 und 15 Minuten nichts dazwischen zu machen? Kleine Kritik mal wieder am Rande, rotzig wie ich bin, Tim. Aber nochmal, ja, auch wenn ich jetzt einen 10-Minuten-Chart mache, dann habe ich doch ein ganz anderes Bild. Das kann doch nicht sein, dass die Zeiteinheit für mich jetzt, sage ich mal, das Ultima, wie sagt man, Ultima Ratio darstellt, sondern es geht hier um die Trendgrößen. Ja. Ich weiß, es ist eine Antwort, wo derjenige eher verwirrt ist als alles andere, aber es ist die Wahrheit. Ich handle halt gern 5 oder 1 Minute, wenn der Markt es hergibt, ja, habe aber in der Zwischenzeit nicht mehr die Kerzen im Kopf. Ich habe da was ganz anderes im Blick. Ja. Okay, Tim, zu dir.
Vielen Dank für deine Ausführungen hier an dieser Stelle zu der Fachfrage. Ich würde vorschlagen, wir schwenken zum nächsten Wunschmarkt, und zwar den US-Dollar zum japanischen Yen. Genau. Und der baut sich ja auch so auf, dass ich bin sehr zufrieden. Ja, wir hatten den ja auch angeschaut und ich meinte, hier gibt es ja die große Chance, dass eventuell ein Aufwärtstrend entsteht. Ne? Schöner Anstieg hier. Dieser Abwärtstrend ist allerdings noch nicht, ja, noch nicht raus. Ein Millimeter vielleicht, ja. Also es ist auch wieder so eine Phase, wo du als Trader durchaus federn lassen kannst, obwohl du die Chance entdeckst, was hier gehen könnte. Wenn wir uns näher runterschrauben, sehen wir auch wieder das alte Problem immer wieder. Wenn ein Trader, wie ich es sagt, weit gelaufener Trend. Ja, wann ist denn jetzt ein Trend weit gelaufen? Ist es nur Bauchgefühl oder hat es was mit Messbarkeit zu tun? Und ich mache es halt immer davon abhängig, dass ich eben sage, alles klar, ich habe mehrere Schwünge hinter mir. Ja. Man darf sich nie wundern, dass wenn du mehrere Schwünge hinter dir hast, dass da irgendwann mal eine größere Korrektur kommt. Die ist gerade da im US-Dollar-japanische Yen, lässt aber das Szenario eines eventuell erfolgenden Trendwechsels unberührt. Also hier passt alles. Auch wenn es sich weiter runterarbeitet, wäre das für mich eine willkommene Gelegenheit, vor allem wenn es mal darum geht, längerfristige Trades zu machen oder so, ja, ist ja umso besser, je tiefer das Ding runterkommt. Das würde ich also sehr begrüßen. Es ist allerdings wichtig, wie der Markt das macht. Ja. Also wenn er jetzt zum Beispiel so fällt und dann wieder nach oben steigt, würde ich sagen, oh, Vorsicht, also das sieht anders aus, als dass ich es mir wünschen würde. Aber ideal wäre es hier, wenn das noch nicht das Ende der Korrektur darstellt, sondern wenn der sich weiter runterwurschtelt. Und ihr wisst, die längere Zeit schon zuschauen. Ich sage das sehr oft und manchmal verpasse ich es komplett, weil der Markt entsprechend nach oben rennt. Ja? Also meine Wunschvorstellung hat selten etwas mit dem zu tun, was der Markt dann aber auch hinlegt. Und somit muss ich als Trader entscheiden, wie gehe ich vor? Arbeite ich mit Pending Orders, um eben zu sagen, hey, ich kann nicht ständig auf den Chart glotzen, alle 3 Minuten. Ich habe auch noch ein Leben nebenbei. Also arbeite ich mit Stop-Buys oder Limit-Buys? Wie versuche ich, in solche Konstellationen reinzukommen? Und nochmal, schaut sich hier an. Korrektur ist gerade am Laufen. Und ich würde ganz einfach vorschlagen, man kann hier ganz entspannt bleiben und einfach sagen, schauen wir doch mal, bis die Korrektur beendet ist. Dann kannst du doch noch immer aktiv werden. Ja. Hier ist ein Abwärtstrend am Gehen, der im Moment fast stillsteht. Wenn ich jetzt hier long rein trade, frei nach dem Motto, oh guck mal, der erste Aufwärtstrend ist schon da, der muss jetzt nach oben durch, könnte man machen, aber ich finde es nicht sonderlich erquicklich. Ja. Also auch hier eher ein Abwartemarkt, aber sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Ja. Okay, Tim, ich gebe zu dir zurück und gehe mal Richtung Do, mache schon den ersten Blick mal zum Do. Ja, sehr gute Idee, Jochen. Das wollte ich auch gerade vorschlagen, wenige Minuten vor der US-Eröffnung einmal schon mal rüber zu schwenken Stimmt. auf den Dow und auch gerne den Nasdaq, wenn du möchtest, oder auch hier Ja. nachgefragt. Genau. Und zum Anfang des Webinars meinte ich, sag, ich würde böse lachen, wenn er nach unten abkippt. Nochmal, ich meine das nie mit Arroganz oder so oder nach dem Motto, hahaha, jetzt werden alle gegrillt, die da long eingestiegen sind, weil die eben sagen, wir sehen einen Trend und der könnte sich fortsetzen. Verweise aber extra immer auf diese Phasen. Es sind immer diese breiten Korrekturen, sage ich mal, wo viele Trader federn lassen. Auch die, die versuchen, die Range zu traden. Ja? Es ist ein schwieriges Geschäft hier drin, sich zu behaupten. Ich habe das viele Jahre als Herausforderung gesehen, habe gesagt, ja, ich bin der Jochen Schmidt, ich werde mich da behaupten, warte es nur ab. Ich habe irgendwann bemerkt, dass der Kampf da drin mir eigentlich nichts gebracht hat, im Sinne von Geld verdienen. Ja? Bei mir wurde das Trading richtig ergiebig und das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 3, 4 Jahre, als ich begonnen habe, einfach saubere Signale versuchen abzugreifen und sage ich mal, auch wenn du manche Bewegungen siehst und nicht reingekommen bist, ist doch gar nicht schlimm. Dafür gibt es doch andere Märkte. Wir gucken so viele Märkte durch in den Webinaren und wir erkennen, es gibt überall Chancen, immer wieder. Manchmal kriegst du richtig Top-Signale und wenn du die mal handelst und den Rest weglässt, dann wird das Trading relativ gut. Ja? Also wirklich, ist so ein Tipp von mir. Ich weiß, nun ist aber jetzt nicht jeder ein Stundenhändler oder ein Tageshändler, sondern so wie ich ja auch, eher unter der Stunde anzutreffen, hat ja auch einen Reiz, hat ja auch seine Sinnhaftigkeit, so zu handeln. Aber im Moment, wir erkennen, hier ist die Korrektur am Gehen. Und was erst danach aussah, ist, dass hier so eine Art Stützung im Markt liegt, ja, wo viele wieder nutzen, um hochzukaufen, wird im Moment zumindest leicht angeknackst. Aber schauen wir es uns an. Sehen wir hier auf dem 15er. Noch hat der Markt nicht eröffnet, es dauert 4 Minuten. Und jetzt ist halt die Frage,
wie will ich vorgehen? Sehe ich das als die Möglichkeit, dass der weitermacht, müsste ich eigentlich long reinkaufen, solange er hier in diesem Bereich nicht runterrutschen schließt. Ich kann mir allerdings vorstellen, wenn der Dow wirklich rutschen sollte, dass wir relativ schnell in diesen Tiefbereich kommen. Und das wäre fast die interessantere Geschichte, meines Erachtens, wenn man versuchen würde, von da unten nach oben mit reinzugehen. Ja. So, was mache ich jetzt? Wie gehe ich vor? Im Moment stehen wir echt in der Tageseröffnungslinie. Ich gehe mal runter auf den Fünfer. Lass mal sehen. Ja, Tim, soll ich wieder den alten Satz sagen? Rette mich? Ja, ich könnte an dieser Stelle nochmal einen anderen Wunschmarkt natürlich jetzt hier reinbringen. Wir haben ja noch wenige Minuten. Okay. Beispielsweise den Bund. Wie schätzt du denn da die aktuelle Lage ein? Schauen wir uns den doch erstmal an und vielleicht passiert bis dahin ja was. Also wartet mal, ich mache jetzt Folgendes. Ich möchte mich aus diesem Kladderadatsch raushalten. Man ist da der Magier der Märkte. Wenn man jetzt aus dem Teil heraus einen Gewinntrade macht, dann kann man sagen, schaut mal, ich habe so drauf, Leute. Aber nein, ich möchte das umsetzen, was ich gerade eben sagte. Lass uns hier mal eine Beile mit reinlegen. Ich nehme extra nur zwei Kontrakte. Ist ja auch schon der Widerspruch, ja. Machst einen Trade und verringerst dein Risiko. Ja, warum? Weil das nicht gefällt. Dann lass den Trade doch weg. Ja, aber gut, ich versuche das jetzt. Also wenn der wirklich kippen sollte, werden wir an der Stelle eingestoppt. Stop Loss liegt darunter, 20 Punkte entfernt, ist fast im Dow schon nicht mehr ausreichend, ja, 20 Punkte. So, und eigentlich müsste ich dranbleiben, müsste mal genau zuschauen, aber ja. Okay, Tim, ich habe es völlig verbrabbelt. Nein, ich habe es, der Bund. Es ist der Bund. Genau, richtig, jawohl. Ist ja fast schon Folter, wenn man jetzt da wegspringt. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinne. Wir haben hier diesen sehr steilen Abwärtstrend und ich wollte im Bund weder long noch short gehen. Auch mal wieder so eine Geschichte. Was ich hier allerdings schön aufbaut, ist die Korrektur exakt zurück, ja, an diesen letzten Tiefbereich dieses Abwärtstrendes. Und hier scheint es wohl, dass die ersten Verkäufe reindrücken. Wer das alles ausblendet und nur das teilnimmt, müsste jetzt eigentlich in den Bundshort einsteigen. Vom übergeordneten Bild ist das für mich nicht Fisch, nicht Fleisch. Aber, lass noch mal kurz sehen, haben wir denn, ja, ich mache hier einen Short-Icon. Ich gehe mal mit 5 rein. Damit man endlich den Bund mal handelt und ich nicht ständig sag, ich will hier nichts machen. Richtig happy bin ich nicht, ja. Der Einstieg ist nicht optimal. Also ich kann mir vorstellen, wir kriegen erst nochmal einen Gegenlauf und wenn der Markt dann abschmiert, hätten wir alles richtig gemacht. Das ganze Teil ist sehr, sehr ausgelutscht. Ja. Also Vorsicht, wenn der nach oben kommt, wird es mich nicht wundern. Ich stehe nicht hinter dem Trade, deswegen bitte nicht nachtraden, aber ich mache ihn jetzt einfach, wenn ich einfach diesen Trend nehme und sage, komm, dann ist das getradet und dann mache ich eben mit diesem Trend mit und hoffe, dass der noch nicht gebrochen wird und wir noch länger genug dabei sind. Ich gehe rüber zum Dow, eine Minute vor Eröffnung. Also, Buy-Limit liegt unten für alle Fälle. So, schauen wir uns mal an, was der Markt machen wird. Und natürlich kann er hergehen und sagen, ja gut, ich kann ja hier einen Stop-Buy drüberlegen. Das machen ja viele Trader sehr gerne zu den Nachrichten. Und ich bin überhaupt kein Fan davon. Ja. Weil, wenn du Pech hast, in Achtung, einem solchen Bereich, kann Folgendes passieren. Der zieht hoch, stoppt dich ein und kippt ab. Dann geht er hier durch, beziehungsweise also holt dich oben ab, schmeißt dich unten raus und das Spiel beginnt vielleicht von vorne. Und so machst du, obwohl du denkst, du bist unheimlich clever, weil du dich drüber und drunter legst, kann es da passieren, du machst ständig Verluste in beiden Bereichen. Mir wäre es das Liebste, der kippt wirklich ab und dann werden wir sehen, ob hier genügend Käufer liegen oder nicht. Und das wäre auch ein sehr vorgreifender Trade, ein sehr frecher Trade, weil er dann wirklich Schub in den Markt kommen muss, wenn er nach da unten kippt. Ja. Aber dennoch wäre es vom CRV der bessere Trade. Weit besser als der da oben, finde ich. Aber gut, wir werden sehen, was der Markt macht. Okay, Tim, ich gebe zu dir. Alles klar, Jochen, genau, wir schauen sich mal, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt. Ich würde vorschlagen, wir springen hier einmal zum nächsten Wunschmarkt rüber. Und zwar australischer Dollar, US-Dollar wurde auch mehrfach nachgefragt. Ja, haben wir vorhin besprochen, Tim. Super Aufwärtstrend, hat sich aber nicht großartig verändert. Und hier liegt eines in der Luft, dass der eventuell die großen Hochs abgreift. So auf der Stunde, heute Vormittag, war der Markt schon sehr ausgedehnt. Und ich sagte, ich will hier nicht mehr long gehen. Das sagt, glaube ich, hier oder so. So, ihr seht, man kann es nicht wissen, ob nochmal ein Schub kommt. Aber hier ist die Korrektur am Laufen. Die Korrektur ist interessant, ja. Aber noch ist sie nicht vorbei.
lassen wir sie laufen. Lassen wir sie laufen und gucken eher danach, sage ich mal, wenn erste Anzeichen da sind, dass die beendet sein könnte, ob wir nicht nochmal in diesen Hochbereich mitgehen wollen. Ja, ich check nochmal ganz kurz unseren Bund. Nochmal, ist jetzt kein 5-Minuten-Trade, deswegen liegt der Stop ja entsprechend. Ja. Hier müssen wir einfach zuwarten. Okay, so, im Dow, lasst mal sehen. Ja, seht ihr das Spiel? Das meinte ich, als ich gerade sagte, Stop bei oben, ne, und Stop sei unten. Ja, ach, das ist so schön, wenn das alles so gut klappt, Tim. Ja, du hast wohl deine Glaskugel heute gut poliert, ja. Möchte man vielleicht behaupten da an dieser Stelle. An dieser Stelle vielleicht doch eine Fachfrage. Und zwar wurde auch schon mehrfach gestellt, ja, aber es sind ja auch immer hier viele neue Teilnehmer dabei. Und zwar ein Teilnehmer fragt, verwendest du Indikatoren wie zum Beispiel EMAs, Fibos oder ähnliches? Nee, EMAs oder gleitende Durchschnitte benutze ich nie. Fibonacci schon ab und zu, wenn es Sinn macht. Also ich gehe zum Beispiel nicht her und lege irgendwie Fibonacci an eine Bewegung und sage, aha, jetzt hat er 50% korrigiert, das muss aber lang gehen. Das meine ich. Nein. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Aber Fibo, das benutze ich schon. Ja. Aber alle anderen Arten von Indikatoren eigentlich nicht. Und zwar gar nicht jetzt, weil die schlecht seien oder weil die nichts taugen, sondern das, was die mir zeigen, sehe ich doch hier am Chart. Ja. Also nochmal, ich brauche kein RSI, um hier oben zu sagen, oh, der Markt ist aber übergekauft. Das brauche ich nicht. Ja? Ich sehe es doch. Und deswegen, Leute, die Indikatoren benutzen oder viele Händler benutzen Indikatoren als Hilfe oder als Filter. Das ist okay, absolut. Aber niemals als, sage ich mal, dieser gedankliche Fehler zu sagen, oh, der Indikator ist mathematisch und weil das einer programmiert hat, der ganz arg schlau ist, mache ich deswegen nur noch Gewinne. Das ist Blödsinn. Deswegen habe ich die weglassen, weil ich sehe den Rest. Ich sehe ihn doch. Und ich sage ja immer so gern, wir gucken hier gerade übrigens auf den größten Indikator der Welt. Das ist der Chart. Ist doch auch noch ein Indikator. Ja. Okay. Manchmal ist es verwirrend. Nochmal, man kann es genauer und detaillierter erklären, warum ich es so halte. Aber es ist für mich nicht wichtig, Indikatoren. Würde ich nicht. Ja. Okay. Und ihr seht, ne, alte Problematik kommt oben an. Stoppt dich ein und fällt sofort zusammen. Als ob einer wüsste, dass der Schmidt hier mit einem Stop beiliegt. Okay, Tim, ich gebe mal zurück zu dir. Ja, alles klar, Jochen. Wir können uns gerne nochmal den zweiten hier gewünschten US-Markt anschauen, den Nasdaq. Der hat ja auch gerade vor kurzem parallel mit dem Dow eröffnet. Wie schätzt du da die aktuelle Lage ein? Richtig. War, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern, als ich sagte, ist ein Abwärtstrend. Da stand der Markt, glaube ich, hier oder so ähnlich. Ich sag, kann sich fortsetzen. So, jetzt kommt das Ding hoch, ist aber immer noch kein Aufwärtstrend. Es ist immer noch ein Abwärtstrend. Und deswegen, es sieht schon arg V-artig aus. Ja, ja, keine Frage. Kann auch gut sein, dass das Ding weiter nach oben geht und dass der Abwärtstrend dann raus ist. Aber noch ist er es nicht. Und solange er das nicht ist, kann der Markt immer noch kippen. So, deswegen hier long reinspringen? Nein. Also zumindest jetzt nicht auf der großen Zeiteinheit, ja. So, was sehen wir untergeordnet? Wahnsinnsanstieg, ja. Und da, ich glaube, wir hatten das noch in einem der Webinare, da stand der Markt, glaube ich, in diesem Bereich oder so. Und ich meinte, ja, wenn man doch einen Abwärtstrend hat und unbedingt die Korrektur handeln will, wäre doch hier die ideale Stelle, um Short zu gehen. Und ich tat das nicht, weil ich sagte, ich habe einen Aufwärtstrend gegen mich. Schaut mal. Warum wohl? Also nochmal, nicht weil man die Zukunft sehen kann, sondern weil man kombinieren kann. Und als Trader brauchst du irgendeine Regel. Ja, du brauchst eine Regel, weil rein dich zu bemessen, nach dem, was der Markt gemacht hat oder nicht gemacht hat, das kann es nicht sein. Man muss sich ja bemessen nach der Wiederholbarkeit. Und ich gehe nicht short, wenn ich einen Aufwärtstrend habe. Und das hat mich zum Beispiel in diesem Moment gerettet, wobei ich die Korrektur eh nicht hätte handeln wollen. So, was hier halt interessant ist im Nasdaq, ob der eventuell ja hier nochmal weitermacht. Aber dennoch, Leute, mal ganz offen. Schaut mal, läuft und läuft und läuft und läuft. So, hier wird der erste Trend untergeordnet auch schon gebrochen. Jetzt geht der Hickhack los. Das ist keine Stelle, wo man... Ich habe das früher, solche Trades habe ich früher zu Tausenden gemacht. Und ich muss sagen, sie haben mich nie glücklich gemacht. Sie haben mich selten, sage ich mal, richtig belohnt. Deswegen bin ich da so pinzig. Schauen wir mal, was unser Dow macht. Ja, immerhin. Ja, pendelt halt rum. Wenn er es jetzt schafft, hier rüber zu kommen, könnten wir vielleicht durch Kurzbewegung nach oben entdecken.
Und das Problem, man erkennt es hier, wenn man so arbeitet mit Stop-Buys, es ist immer so eine Geschichte, dass da halt ja der Mob sein kannst und die ganze Stop-Distanz eventuell gegen dich hast. Ja. Und schauen wir mal, ob er es schafft, darüber zu kommen. Und auch hier würde ich schmunzeln müssen, wenn der Markt eventuell hier weiterläuft. Schauen wir mal, was er macht. Okay, Tim, zu dir. Alles klar, Jochen, vielen Dank hier schon mal dafür deine Ausführung. Wir haben jetzt hier natürlich wieder noch zahlreiche weitere Wunschmärkte. Oft wurde auch nachgefragt, der australische Dollar zum kanadischen Dollar. Wie beurteilst du da denn die Lage? Okay, ich lade ihn gleich. So. Australische, kanadische war das. Lasst mich sehen. Hier ist er. Okay. Hui, hui, hui. So, großes Bild. Ja, mal eine Frage. Schöne Struktur oder so? Wie ist eure Meinung? Ganz spontan ins Chat-Tool rein. Sieht klasse aus oder sieht bescheiden aus? Schreibt einfach mal rein. Ja, Schrott. Das Wort kann ich sagen. Kraut und Rübenmüll, bescheiden, trendlos. Ja, ganz genau. Danke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, danke. Ich sehe, die Predigt, die ich hier ständig halte, wirkt langsam. Nochmal, bitte nie missverstehen. Natürlich kann man in einem solchen Markt handeln. Das ist unbestritten. Und man kann auch in einem solchen Markt auch Geld verdienen. Auch das ist unbestritten. Aber ich möchte euch einfach mal sensibilisieren, dass es Märkte gibt, die super gestaltet sind und dann eben solche Teile, wo sehr, sehr schwankend zugeht, wo die Richtungen extrem schnell, gewechselt werden, wo die Trends zerlegt werden, wo du ständige Abfolgen von Seitenphasen, Innenstäben hast. Das ist sehr schwierig zu handeln im Endeffekt. Aber nochmal, man kann es handeln. Die Frage ist aber, warum will man es handeln, wenn es doch anscheinend in Anführungsstrichen einfacher oder besser zu analysierende Märkte gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen Abwärtstrend, wir sehen es hier drin, vom ganzen Gebilde. Ist das, ja, es ist ein Abwärtstrend. So, da ist die Korrektur gegangen, schön zurück, ja, passt eigentlich gar nicht schlecht. So, wurde ich hier zusammengedrückt, statt weiterzulaufen, kommt er aber sofort wieder, kriegt der Gegenlauf. Wir sind hier in Innenstäben drin, richtig klassisch, ja. Also der Markt wechselt ständig seine Richtung, kein Gewinn hält, kein Hoch, kein Tiefdurchbruch hält. Er federt zurück in den Bereich des Außenstabes und der ist auch sogar recht schwer zu bestimmen, der liegt jetzt hier. Ja genau, das ist der Außenstab, ja. Dennoch ist ein Abwärtstrend, der könnte vielleicht nochmal kommen, aber ganz ehrlich, wenn ich es so anschaue, frage ich mich wirklich, warum soll ich nur einen einzigen Cent in diesem Ding riskieren? Wozu? Wenn ich Märkte habe, die an großen Hochbereichen gerade stehen, wie AUD-USD oder NZD-USD, wo wirklich, wenn die Korrekturen beendet sind, eventuell nochmal schön Druck reinkommt. Schau doch mal den Verlauf an, ja? Oder am besten Beispiel auch Tageschart AUD-USD. Das ist ein sehr schöner Trend. Kannst du richtig sehen, ja, wie der zieht. Übrigens, hinterher bist du immer schlauer, ist mir schon klar. Ja. Auch hier hatten wir zum Beispiel unruhige Phasen. Aber dann kommt die nächste Welle, dann kommt die nächste Welle. Und wenn du den jetzt vergleichst mit dem AUD-CAD, so, hast du hier wellenmäßig gar nichts. Du hast ständig. Es ist ein Markt, wie ich ihn hasse, wenn ich ganz offen bin, ja. Mein persönlicher Eindruck. Derjenige, der ihn analysiert haben wollte, ich hoffe, er ist nicht verliebt in den Markt, dass ich ihn nicht beleidigt habe, aber ich sehe hier wenig Trading-Chance von der Analyse. Nochmal, ja, es ist ein Abwärtstrend hier drin, aber Achtung, ich wäre hier extrem vorsichtig mit dem Short gehen. Also würde ich die Ohren anlegen, so wie das Ganze hier gestaltet ist. Okay, Tim. Ich gebe zu dir. Ja, Jochen, wir haben hier noch weitere Wunschmärkte natürlich. Wieder noch beispielsweise ein Major-Paar, US-Dollar zum japanischen Yen. Vielleicht sieht das Bild ja dort ein bisschen besser aus, dass wir da dann vielleicht die ein oder andere Trading-Idee generieren können. Haben wir schon gehabt, Tim, haben wir schon gehabt, ja. Oh, also, pardon? Was hier nicht schlecht ist, nochmal, könnt kommen. Man muss aber nochmal abgleichen auf den unteren oder kleineren Seitenhalten hier auf der Stunde. Und ich sage nochmal, der Abwärtstrend, der für mich dominierende, ist noch nicht raus. Das ist noch kein Wechselsignal. Wäre ich jetzt hier vorhin long gegangen, wie wir es hatten, und der Markt steigt weiter, ja, könnte ich einen super tollen Trade machen. Ist alles okay, wenn der vor allem sich noch weiter aufbaut. Aber nochmal, ich habe im Moment ganz offen kein gescheites Signal. Ein richtig gutes Signal wäre, der läuft hier hoch,
rasiert alle ab und dann kommt er runter. Dann bin ich dabei, dass man mal schaut, ob man hier nicht versucht reinzukommen. Aber so sehe ich da wenig Sinn drin. Im Dow, ne, ihr seht, wie der Kampf hier tobt an der Stelle. Deswegen ist es immer schlecht, an den Hochs einzusteigen, egal ob Stop-Buy oder Market. Du hast die Schwankungen, du hast diese Schwankungen. Man sieht richtig, wie der Markt jetzt versucht zu starten und wird wieder abgeladen. Wenn du Glück hast, macht er das so. Hoffentlich nicht, wenn du auf der Minute bist, sondern eher auf einer höheren Zeiteinheit. Und wenn du Pech hast, geht das Spiel, wie ich es sagte, weiter. Ich habe fast den Eindruck, dass es eher in die Richtung gehen wird. Ja. Schaut mal, ne? Also hier wieder kräftiger Druck runter. Ja, dann wird es wieder von unten nach oben. Das ist genau das Problem. Und ich weiß, für viele Trader ist es jetzt frustrierend, weil die sagen, Herrgott, nochmal, wenn ich doch nur die Tage hier drüben abgreifen könnte, ist das nicht so. Ja. Da rennt der Markt am Stück durch. Ja, das stimmt. Ja. Brauchen wir aber gutes Signal dafür. Dann hast du meistens eher die Chance, sowas abzugreifen, als hier drin rumzumachen, wenn doch schon eine große Bewegung gelaufen ist. Ja, nochmal, alles, was ich von mir gebe, ist natürlich jetzt sehr persönlich geprägt von mir. Ja. Vielleicht mag der eine oder andere es nervig finden. Ich mache das nie aus einer Warte der Überheblichkeit heraus, sondern ich kenne einfach das Spiel in den Märkten, dass du verprügelt wirst. Von morgens bis abends wirst du verprügelt. Und du denkst, dass das Trading sei. Das ist falsch. Ich habe keine Lust mehr, mich verprügeln zu lassen. Deswegen suche ich andere Einstiegsmöglichkeiten. Und wenn wir die haben, machen wir auch manchmal sehr, sehr gute Trades. Ihr seid ja dabei bei den Webinaren. Alles klar. Tim, ich gebe zurück zu dir. Ja, alles klar, Jochen. Dann mal zu einem weiteren Wunschmarkt, der heute überproportional oft nachgefragt wird, den wir aber nicht so häufig jetzt hier analysieren. Und zwar Euro und Schweizer Franken. Ja, genau, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Stimmt, gucken wir uns an. Ich habe den auf dem Privaten, habe ich den drin, den gucke ich relativ oft an, aber ich muss sagen, bin jetzt auch kein Fan davon, ja. Hat verschiedene Gründe. Lass mal sehen. Euro, Schweizer Franken, hier ist er. War Euro, Schweizer Franken, gell? Nicht US-Dollar, Schweizer Franken. Okay. Brauchen wir nichts dazu sagen. Klar war eben dieser, na, wie hieß es, Black Swan Event. Damals, als es abging. Frankenschock wurde, glaube ich, häufig in dem Zusammenhang genannt. Genau, jetzt. Ja. Das ist das richtige Wort, ja. Und übrigens, ein historisches Beispiel von einem Markt, der illiquide wird. Das illiquide. Hier war kein Käufer drin. Kein Käufer. Die ganze Zeit, 3700 Pips runter. Erst unten war das erste Kaufgebot. Also nicht, dass sie alle jetzt verkauft haben. Ja, das haben viele versucht. Da ging aber nichts. Deswegen eigentlich ist es eine riesige Lücke, wenn man es mal genau nimmt. Und dann erst ging es wieder weiter. Also das ist das große Thema Liquidität, wo ich mich gerade auf YouTube rumstreite. Auf YouTube wirst du eigentlich nur noch herbeleidigt von irgendwelchen Leuten, die Breakdance-Kurse zur Lebensvorbereitung im Judenzentrum gemacht haben. Und wenn es dann um fachliche Themen geht wie Liquidität, Markttiefe, Marktbreite, Volatilität, bla 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 und Volumen, merkst du genau, wo es absolut hängt. Ja? Und das ist zum Beispiel ein richtiges Beispiel, wie es dich erwischen kann, wenn du einen illiquiden Markt hast. Im Vorfeld konnte es keiner wissen. Deswegen, mir ist da auch eiskalten Rücken runtergelaufen, als ich damals, Gott sei Dank, nicht in dem Markt drin war. Aber da rettet dich ja gar nichts mehr. Ja. Okay, aber zurück zum Thema Euro-Schweizer Franken. Ja. Von der Skalierung her. Ich gehe mal runter auf den Tageschart. So, wir sehen hier, schöner Trend hat sich jetzt aufgebaut. Aber guck mal, der Markt ist auch, hier kann man noch sagen, Korrekturhandel ist normal. Ja, und dann bekommt er Fahrt. Okay, schön, ja. Hat hier so eine Zone überschritten. Gar nicht mal schlecht. Lass mal sehen, da muss doch links, muss doch noch was sein. Wenn der doch da so rüberkommt. Ja, hier, die Hochbereiche hier links drüben. Dann siehst du richtig, Korrektur kommt rein, setzt auf am Ausbruchspunkt und wird wieder gekauft. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht hier. Also man erkennt, das ist der korrektive Abwärtstrend. Wusch, hier kommt die Bewegung hoch. Die zerlegt den. Ja. Reinspringen an der Stelle bitte nicht. Ideal nochmal, Korrektur, dann. Aber hier, das sieht sehr gut aus. Danke für den Tipp, ja, dass der Markt hier, wenn der Tag so schließt, umkehrstabmäßig, dass man hier versucht, ein Setup in die Long-Richtung zu nehmen. Jetzt von diesem Bild ausgehend. Vom ganz großen Bild wiederum bis halt einer riesigen Seitenphase, die von der Struktur her jetzt auch nicht super berauschend ist. Aber man könnte sagen, okay, immerhin, guck mal, wir haben noch einen Trend, könnte sich rüberschieben und eventuell hier nochmal Fahrt bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, also viele, viele Märkte
laufen gerne in Seitenphasen rein. Ist auch immer die Frage, wie skaliert man es, ja? Oder auf welche Zahlenheit fasst man es zusammen? Man sieht aber, dass ein Haufen Währungspaare untergeordnete Trends ausbilden und beginnen eventuell große Hochs von Range-Bereichen oder Korrekturen anzugehen. Und das wäre für mich ein Fest, ja? Weil als alter Forex-Fan wäre da mal ein bisschen wieder mehr los in den Märkten, wenn diese Hochs überschritten werden würden. Ja, also ähnlich wie Euro, US-Dollar, wenn der schafft, nochmal hier hochzukommen, dann hätten wir vielleicht die ersten Trendwechsel drin. Oder wie im GBP US-Dollar, dass hier da auch was drin weitergeht. Ja, wäre sehr interessant. Und dann die Aktienindizes, dass diese ausgelutschten Trends endlich mal in sich zusammenfallen. Das war meine persönliche Meinung. Ganz schlimm, ich weiß, gell. Tim, ich gebe zu dir. Ja, alles klar, Jochen. Liebe Teilnehmer, das Webinar ist hier auch schon wieder sehr weit fortgeschritten. Am Donnerstag ist es ja immer ein wenig kürzer als am Dienstag. Nichtsdestotrotz würde ich noch eine letzte Fachfrage hier mit einbringen, die sich auch auf die Daueröffnung bezog. Und zwar fragt ein Thema, ob es nicht vielleicht sinnvoller erst ist, ein paar Minuten abzuwarten und dann die Marktreaktion dort zu beobachten und dann sich zu entscheiden. Wie siehst du das Ganze? Genau, hat er recht. Also in so einem Marktumfeld definitiv, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, dass ich eher zuschauen will und, sage ich mal, von einer für mich idealen Position aus versuche, in den Markt einzusteigen. Die Stop-Buy-Geschichte habe ich gemacht nochmal als Beispiel, wie man es eigentlich nicht machen sollte, beziehungsweise wo das Risiko liegt, wenn man sich einstoppen lässt. Ich weiß, viele Trader lassen sich gerne einstoppen, weil sie Angst haben, den Knopf zu drücken. Ja. Ist ein alter Trick, wenn du Angst hast, abzudrücken, dass du eben versuchst, mit den sogenannten Pending Orders zu arbeiten. Allerdings die Problematik, die daraus entsteht, kann man hier wunderbar erkennen. Ja. Aber derjenige hat recht. Also in so einem Marktumfeld wie jetzt gerade eben ist eine abwartende Haltung nicht schlecht. Ihr wisst, es gibt allerdings auch Eröffnungsphasen, wo ich sehr schnell handle und mich auch entscheide. Ja. Heute hat er absolut recht. Und nochmal, ich sehe hier eine in Anführungsstrichen Gefahr, dass der hier halt untergeordnet mal einen Abwärtstrend ausbildet. Und dann wollen wir sehen, was er in diesem Bereich macht. Ja. Also bitte legt jetzt nicht, weil ich das jetzt so mache, mit Echtgeld in euren Konten hier die Limit-Buy rein. Wenn der Markt mit Karacho nach unten rutscht, würde ich die rausnehmen. Ja. Für mich wäre wichtig, dass der einfach weiter zuckelt. Und ihr erkennt schon, hier ist auch nichts mit Klarheit im Moment. Hier wechselt es hin und her. Das ist der große Kampf, wie man oft im Dow gerne sieht. Ja. Und da wirst du halt gern zerrieben. Okay. Ich gebe an den Tim. Ja, Jochen, liebe Teilnehmer, wir sind jetzt hier auch wieder am Ende leider angekommen des heutigen Webinars. Ja, wieder viel Zuspruch von den Teilnehmern hier auch an deine Analysen und deine klaren Worte. Jochen, die Teilnehmer haben wieder sehr viel mitgenommen, wie ich den Eindruck habe. Das, denke ich mal, ist ein schönes Kompliment an deiner Seite. Ja, natürlich Jawohl. Auch vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmer, denn ohne Sie wäre das Webinar hier sehr langweilig, denn wir wissen ja gar nicht, was wir denn analysieren sollten, denn es geht hier um Ihre Wunschmärkte und um Ihre Fachfragen. Deswegen auch vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmer. Hier sind auch wieder mehrere hundert hier vertreten und bitte nehmen Sie es nicht persönlich oder uns übel, wenn wir natürlich nicht immer auf alle Fachfragen eingehen können. Bei mehreren hundert Teilnehmern ist es einfach schlichtweg unmöglich, auf all die Fragen und Wunschmärkte hier einzugehen. Wir versuchen das dann immer zu sammeln und dann hier möglichst viele mit einem Schlag abzuarbeiten. Sind natürlich herzlich eingeladen zu unseren anderen Webinaren, beispielsweise morgen unsere vorbörsliche DAX-Vorbereitung, ab morgen auch wieder mit Heiko Behren, der ist aus dem Urlaub wieder zurück, sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Anmelde-Links finden Sie auf unserer Homepage, schauen Sie gerne vorbei, danach geht es dann um 10 Uhr weiter mit unserem Punkt 10 Webinar. Also in diesem Sinne, wir sagen vielen Dank im Namen von Admiral Markets, freuen uns, wenn Sie wieder demnächst reinschauen würden und ja, Jochen, in diesem Sinne noch deine abschließenden Worte. Genau, danke Tim. An Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, man wiederholt sich bei diesen Enden der Webinar, aber ich meins würde ich so herzlichen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme. Noch ganz kurz ein Markt, den wir heute Morgen auch hatten. Als ich sagte, Gold ist für mich nur in der Korrektur, könnte nochmal kippen. Wer long gehen will, weil er einen Aufwärtstrend sieht, hätte hier ein schönes Signal. Da war der Markt hier und ich sage aber Vorsicht, ne? Von oben kannst drücken und schau mal. Das ist so der Klassiker. Also für viele, sag ich mal, die tiefer reinsteigen wollen, sind das so Feinheiten, wo die bestimmt was mitnehmen können. Für alle anderen, ich sag's nochmal, ich mache zweimal im Jahr mein Seminar Markttechnik und Geldmanagement in Lohr am Main. Es geht 5 Tage in der Zwischenzeit. Das nächste findet
Ende Oktober statt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich werde demnächst nochmal auch ein bisschen Werbung dafür machen, weil ich mich freue, diejenigen, die viele Fragen stellen und auch oft mich auf Facebook ansprechen. Es ist schwierig, schriftlich auszuarbeiten, sage ich mal, und Zusammenhänge zu erläutern. Da bietet es sich wirklich an, dass man mit Gleichgesinnten mal 5 Tage wirklich Tacheles redet, in die Tiefe geht. Und ich bin sicher, danach wird keiner Millionär sein. Aber eins kann ich euch versprechen, wer auf dem Seminar war, weiß, wo er nicht handeln sollte und er weiß, wo er handeln muss. In diesem Sinn herzlichen Dank. Wir hören uns am Dienstag, nächsten Dienstag wieder um 15 Uhr zum Live-Trading. Wünsche Ihnen bis dahin viel Erfolg und wenn das Wetter schön ist, ja, dass Sie es sich auch mal gut gehen lassen. In diesem Sinn, Ihr Jochen Schmidt, danke. Ciao.